Hier präsentieren wir oben 5 beste Halbhochbett-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das Bett Hochbettkiefer von jugendmöbel24.de beeindruckt durch sein modernes Design, seine vielfältige Ausstattung und besitzt jedoch auch einige Vor- und Nachteile, die mit einem Halbhochbett aus Massivholz einhergehen. Das Halbhochbett von jugendmöbel24.de ist auf den ersten Blick vielleicht ein recht einfaches Modell, welches über eine seitlich montierte Leiter verfügt. Aufgrund dessen, dass hier unter der Legefläche eine zusätzliche Fläche entsteht, kann diese je nach Bedürfnissen unterschiedlich genutzt werden. Nummer 4. Das Bett Beautiful von Paris Haute beeindruckt durch sein außergewöhnliches Design, seine vielfältige Ausstattung und besitzt jedoch auch einige Vor- und Nachteile, die mit einem Halbhochbett aus Spannplatten einhergehen. Das Halbhochbett Beautiful von Paris Haute ist ein modernes Halbhochbett, welches neben einer Leiter zugleich über viel Stauraum verfügt. Was genau dieses Halbhochbett auszeichnet und welche Vor- und Nachteile dieses bietet, erfährst du in unserem großen Halbhochbetten-Ratgeber. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Das Hochbett von Steens ist vom Typ her ein eher modern designtes Modell, welches neben einer Leiter zugleich über viel Stauraum verfügt. Was genau dieses Bett auszeichnet und welche Vor- und Nachteile dieses bietet, erfährst du in unserem großen Halbhochbetten-Ratgeber. Das Hochbett von Steens ist auf den ersten Blick vielleicht ein recht hohes Modell, welches über eine seitlich montierte Leiter verfügt. Aufgrund dessen, dass hier unter der Legefläche eine zusätzliche Fläche entsteht, kann diese je nach Bedürfnissen unterschiedlich genutzt werden. Nummer 2. Das Halbhochbett von Steens ist auf den ersten Blick vielleicht ein recht einfaches Modell, welches über eine seitlich montierte Leiter verfügt. Aufgrund dessen, dass hier unter der Legefläche eine zusätzliche Fläche entsteht, kann diese je nach Bedürfnis unterschiedlich genutzt werden. So können beispielsweise andere Möbelstücke wie Kommoden darunter platziert und der Raum somit optimal ausgenutzt werden. Das Bett besteht aus robustem MDF und ist in weißer Farbe lackiert und passt sich, aufgrund seiner Neutralität, jedem Raum an. Und die Nummer 1 unserer Liste. Das Bett Bobby von Steens beeindruckt durch seine natürliche Holzoptik und besitzt jedoch auch einige Vor- und Nachteile, die mit einem Halbhochbett aus Massivholz einhergehen. Das Halbhochbett Bobby von Steens ist vom Typ her ein eher modern designtes Halbhochbett, welches neben einer Leiter zugleich über viel Stauraum verfügt. Was genau dieses Halbhochbett auszeichnet und welche Vor- und Nachteile dieses bietet, erfährst du in unserem großen Halbhochbetten-Ratgeber. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video für mehr Aktualisierung abonnieren unseren Kanal.